Guten Morgen, wieder mal ein Tag geschafft. Der Freitag ist erledigt. Oben sind Leute und ich versuche mich trotzdem mal dran, das Video zu machen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, heute Morgen war Sonnenfinsternis. Da hat man hier genau nichts von mitbekommen. Es ist ein ganz bisschen dunkler geworden, mehr aber nicht. Es war so schlechtes Wetter, da war nichts mit gucken. Ja, heute hat mir Madeleine erzählt von Flammkuchen, die sie gerne öfter mal macht, weil es so flott geht und lecker ist. Sie hatte für sich und ihren Freund welche gemacht, für ihn mit Weizenmehl, für sich selbst aus Dinkelmehl. Und was ich lustig fand, ist, dass ihr Freund ihren auch probiert hat und meinte, es schmeckt ja viel besser. Also wird sie das zukünftig nur noch mit Dinkelmehl machen, sieht man mal. Sie hatte übrigens halb Vollkorn, halb glatt Mehl benutzt. Ja, an Sport habe ich heute Morgen mein Krafttraining gemacht und am Nachmittag dann nochmal einen Zirkel, mehr nicht. Das reicht ja aber auch, finde ich. Ich habe heute an den Flipcharts geschrieben für das Kohlenhydratvideo. Das werde ich, denke ich, dann morgen hinbekommen. Mal gucken, wann ich es schaffe, das hochzuladen und wie lange es überhaupt wird. Das ist schon sehr, sehr, sehr komplex im Gegensatz zum Thema Eiweiß, finde ich. Ja, was habe ich heute gegessen? Zum Frühstück hatte ich nach dem Training einen zuckerfreien Shake. Dann hatte ich heute Mittag einen Salat aus Eisbergsalat, Pilze, Tomate und ein bisschen angebratenes Putenfleisch. Und ich habe immer wieder zwischendurch Erdnusscreme mit Stückchen geschnasselt, weil die lecker ist. Mehr noch nicht, aber heute ist ja kurzer Tag, 19 Uhr Feierabend, da kann ich mich jetzt gleich nochmal um was zu essen kümmern. Mal gucken, was es sein soll. Ich denke gerade irgendwie an Popcorn, warum auch immer. Schauen wir mal. Getrunken habe ich heute nur Wasser. Von der Menge her würde ich sagen, geht so, könnte noch ein bisschen mehr sein, aber der Abend ist ja noch jung. Kommt bestimmt noch ein bisschen Tee und ein bisschen Wasser dazu gleich. Generell fühle ich mich heute genau wie gestern immer noch total erschöpft. Mir ist kalt, ich habe schlecht Luft, habe schon gepumpt zwischendurch heute und irgendwie liegt das bestimmt an diesem komischen Wetter, dass ich da nicht so ganz klar komme. Und es ist komisches Wetter und auch fürs Wochenende nur so halbwegs schön angesagt. Aber egal, lassen wir uns davon nicht beeinflussen. Wochenende ist Wochenende, da kann man lauter tolle Dinge machen. Das werdet ihr hoffentlich auch tun. Ja, bei mir stellt sich langsam die Vorfreude ein und zwar hauptsächlich auf Obst und Kaugummi. Schokolade und Kuchen und so ein Kram, das reizt mich gar nicht so, aber mal eine Banane, eine Birne, Weintrauben, Wassermelone, Erdbeeren, Kaugummi. Auf das alles freue ich mich ganz, ganz bald. Nur noch morgen 12 Tage und der Rest von heute. Sehr gut. Also, ich wünsche euch einen guten Start in ein hoffentlich vollgepacktes oder entspanntes Wochenende und würde sagen, wir sehen uns morgen. Tschüsschen. Juhu.